Heute geht es wieder um noch nicht ganz aufgebrauchte Produkte. Es gibt immer diese Produkte, die man nicht so gerne mag, wenn man sich vielleicht was Neues gekauft hat und das alte noch nicht leer war oder die Sache nicht so gut funktioniert hat. Und bei mir, da ich ja relativ viel ausprobiere, sammelt sich schon unwahrscheinlich viel an. Ja, Project Ten Pan, kennst du? Wir legen los nach dem Intro. Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute zeige ich euch wieder meine Fortschritte von den Produkten, die ich aufbrauchen möchte. Einige habe ich richtig gut in der Mache, andere wiederum nicht. Red mal gar nicht lang. Ich komme eh wieder ins Quatschen. Haarspray. Ich habe mir bei dem jetzt ganz lange überlegt, soll ich jetzt den Inhalt einfach irgendwo hinsprühen, weil da es hat Mikroplastik drin und dann das antrocknen lassen und dann wegschmeißen. Es ist jetzt nicht mehr viel drin. Na, also das ist jetzt, das dauert nicht mehr lange. Sowas wird auch nicht mehr nachgekauft, weil wie gesagt, in der Formulierung ist Mikroplastik drin. Ich möchte euch da nochmal so ein bisschen sensibilisieren. Achtet bei Kosmetik darauf, dass kein Mikroplastik drin ist, genauso wie bei Haarstyling-Produkten. Wir haben die Macht, wir Endverbraucher. Wenn wir zeigen, dass wir das nicht in Ordnung finden und andere Dinge kaufen, dann wird sich was ändern. Genauso wie mit diesem Siegel, was halt auf Balea-Produkten und Rossmann-Produkten drauf ist. Die haben angefangen. Ich würde mir wünschen, dass es echt andere Marken auch machen. Und vor allem, man kann mir doch nicht sagen, dass Haarspray nur mit Mikroplastik geht. Und 30 Euro für ein Haarspray möchte ich halt auch nicht ausgeben, bin ich ehrlich. Ach so, sollten natürlich sagen, wie das so gelaufen ist in letzter Zeit. 108,94 war es das letzte Mal. Jetzt ist nur noch 98,18 drin. Und das ist wirklich so, die letzten Züge sind das. Definitiv die letzten Züge. Yes! Was ich auch ein bisschen mehr aufgebracht habe, also die habe ich jetzt gerade 100 Pro in der Mache. Das ist die Visan, die parfümierte. Ich nehme gerade ausschließlich nur noch die. Es ist immer noch genug drin, ja, aber ich habe echt viel aufgebraucht. 103,39 und 86,55. Also die ist von der Formulierung her und so weiter, ist die echt super. Du kannst ja echt eine entsprechende Menge auftragen und hast kein speckiges Gesicht. Die gibt es jetzt ohne Duftstoffe, ne? Also in klein und in groß. Und ich werde mir die in groß definitiv ohne Duftstoffe holen, weil ich bin mit der echt gut klargekommen. Wie schon gesagt, 103,39 und 86,55. Also ein bisschen was ist weg. Selbst bei der Styling Cream, die habe ich zum Beispiel rasieren genommen. Ich mache die nicht mehr in die Haare. Aber da muss ich jetzt halt echt dran riechen, weil die ist halt echt schon mega drüber und ich kann mir vorstellen, dass ich die nicht schaffe. 109,93 war es das letzte Mal. Und 87,66 ist es jetzt. Also ich habe es schon ein paar Mal genommen. Ich kann die aber nicht immer nehmen, weil die ist super stark parfümiert. Und wenn ich die dann in so einer Masse auftrage, also ich kriege da fast schon Kopfschmerzen. Geht gar nicht. So, das Parfüm ist leer. Also das ist nicht mehr dabei. Das habe ich definitiv leer gemacht. Und ich habe mir jetzt gedacht, so, das wird zwar auch leer, aber das hat auch so ein Produkt. Das würde ich am liebsten nicht nehmen. Ne? Also ich nehme das oftmals und vielen Dank, Antje, dass du mir diesen Tipp gegeben hast. Mache ich das dann auf meine Handrücken drauf auch. Also wenn ich schon auf dem Gesicht auftrage, kommt es auch auf die Handrücken. Das ist mega gut, ein richtig guter Tipp und da funktioniert das auch echt gut. Aber dafür ist es zu teuer, definitiv. Also, weil das hat schon seinen Preis gekostet. Und 57,37, es ist halt wirklich nur noch so viel drin. Das ist echt nicht mehr viel. Weil ich brauche Platz in meinem Schrank. Ich würde gerne neue Dinge ausprobieren und das nervt mich dann so ein bisschen, wenn ich andere nicht noch nicht leer habe. Vor allem, ich kann halt jetzt gerade auch nichts mehr reinstellen. Mandelöl. Da war ich nicht so fleißig, gebe ich ehrlich zu. Das ist halt auch echt blöd, weil das halt echt keinen gescheiten Spender hat. Das ist schon mal das Erste. Und mir gefällt das halt nicht zum Auftragen. Das ist unwahrscheinlich fettig.
Also ich habe das vorher immer zum Gesichtreinigen verwendet mit Rizinusöl zusammen. Geht echt gut auf jeden Fall, aber das nütze ich halt nicht mehr. Und da habe ich ein bisschen abgelost, 169,33 war das letzte Mal. Jetzt haben wir 157,31. Also ich glaube, ich habe so 3 oder 4 Mal habe ich mich damit eingeschmiert und das ist nicht wirklich viel. Ne? So, dann würde ich euch gerne auch noch mal meine Waage zeigen, die mir gute Dienste leistet, auch gerade in Bezug vom Sonnenschutz abmessen, weil man sich da ja auch unwahrscheinlich verschätzt. Und das ist die hier, die ist relativ klein und die kann man super gut wegstecken, so in eine Schublade oder so. Die habe ich bei Amazon gekauft, verlinke ich dir mal unten in der Infobox, da ist die eh die ganze Zeit verlinkt. Kann ich echt empfehlen, vor allem ist es halt eine Briefwaage und du kannst sie für andere Dinge auch nutzen, das ist mega gut. So, wo waren wir stehen geblieben beim Haargel? Habe ich auch nicht so oft verwendet. Im Moment ist echt blöd. Im Moment nütze ich das gar nicht. Ich habe ein anderes Shampoo, wo Proteine drin sind und meine Haare lieben das echt. Und da brauche ich gerade solche Helferlein eh nicht. Und das Helferlein hat eh nicht so richtig funktioniert. 75,3 das letzte Mal, 67,26 jetzt. Also ein, zweimal hatte ich schon. Aber das ist halt mega blöd in den Haaren. Also klar, dass es antrocknet. Klar, dass man dann so einen Karst in den Haaren hat. Das soll es ja irgendwo auch. Aber dafür tut es einfach zu wenig. Das performt einfach schlecht. Also es war wirklich ein blöder Kauf. Also nicht jedes Produkt funktioniert halt, kann man halt auch nicht ändern. Dann eine Sache, die mega gut gelaufen ist. Da ist echt nicht mehr viel da. Das ist mega gut. Das ist das Altera Shampoo. Ich habe das halt echt auch zum Duschen verwendet. Und da hatten wir das letzte Mal 36,67 und jetzt 9,68. Das wird, glaube ich, im nächsten Video nicht mehr stattfinden. Habe ich das weg oder möchte ich es zumindest weghaben? Balea Shampoo hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich habe es aber wieder für mich gefunden zum Haare waschen, weil ich eben ein neues Shampoo habe, das recht reichhaltig ist. Und da brauche ich einmal ein Shampoo, was echt gut reinigt. Und das habe ich echt wieder schätzen und lieben gelernt dadurch. 28,63 beim letzten Mal, 22,73 jetzt. Also ein bisschen was ist weggegangen. Ich habe es, glaube ich, auch einmal zum Pinselwaschen verwendet. Aber das ist ein gutes Reinigungsshampoo, definitiv. So, Balea Waschgel. Da war ich auch eher ein bisschen nachlässig, weil ich im Moment ein Waschgel von Not teste für ein Video. Und das nehme ich ja gerade ausschließlich aus. Ich schminke mich ab, dann nehme ich Öl. Aber das ist halt echt ein mega gutes und solides Produkt. Das ist nur bei mir jetzt gerade im Project Tan Pan drin. Nicht, weil ich es nicht gerne mag, sondern ich brauche Platz. Ich muss den Platz haben. Und jetzt nützt sich das gerade gar nicht. Ich habe mir auch schon überlegt, das wegzustellen, aber da ist halt auch die Gefahr. Dann vergisst man es und dann nimmt man es gar nicht. Also es soll halt schon so ein bisschen auch im Weg rumgehen. Ne? Also 150,94 das letzte Mal, 140,15 jetzt. Das ist echt nicht viel weg. Echt nicht. Und jetzt zu guter Letzt. Da ist leider auch nicht so viel weg, aber den nehme ich halt auch nicht gezielt, sondern vielmehr. Mache ich den hier. Weil der hält halt einfach nicht gut. Der hält nicht gut. 155,66, aber der Geruch ist auch echt unangenehm. Ich kriege da Kopfweh davon. 155,66 das letzte Mal. 143,69 jetzt. Also ein bisschen ist weg. Durch das, dass ich halt wie gesagt mal ungezielt morgens immer schön ein bisschen auf den Kopf gegeben habe. Aber das mache ich halt mit dem anderen Haarspray auch, ne? Also Haarspray habe ich noch keine Lösung, brauche ich jetzt aber auch gezielt im Moment nicht so wirklich. Ja, das ist das letzte Produkt aus dem Project Tan Pan. Ist eigentlich ganz okay gelaufen. Wir haben auch auf meinem Discord eine kleine Aufbrauch-Challenge im Skincare-Raum. Falls du da Bock hast, guck gerne mal bei uns vorbei. Link
zum Discord-Channel findest du unten in der Infobox. Da guckst du einfach mal rein und wirst dann von den meisten aus meinem Server begrüßt. Wir haben so einen Willkommensraum und das ist mega, mega schön eigentlich immer, wenn wir neue Leute begrüßen und so. Also falls du Bock hast, guck gerne mal vorbei. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.